Hallo und herzlich willkommen zum neuen Wochenrückblick, Wochenvorschau-Video. Es ist lange nichts mehr gekommen, was dieses Video, dieses Format angeht, und ich möchte das wieder regelmäßiger einführen. Sprich, jede Woche möchte ich einen Wochenrückblick, Wochenvorschau machen, auch wenn ich keine Videos mehr hochlade. Aber dazu komme ich ja jetzt auch mal boah, gleich. Ja, es ist längere Zeit kein Video mehr, wie gesagt, gekommen. Das liegt daran, dass mir die Lust an den Videos vergangen ist, also an dem Produzieren von Let's Plays. Das hat auch einen Grund, einen ganz bestimmten, und zwar spielt mir die Technik immer wieder einen Streich. Und ich möchte sehr gerne eigentlich, ja, das heißt sehr gerne, ich möchte Let's Plays aufnehmen. Zurzeit eher wieder weniger, aber ja, die Lust kommt bei mir immer spontan. Von dem her möchte ich, falls, wenn ich einen neuen PC habe, das habe ich natürlich schon des Öfteren gesagt, und ja, ich glaube, ich habe es letztes Jahr schon gesagt, dass ich einen neuen PC bekomme. Ja, dieses Jahr ist schon fast vorbei, die Zeit vergeht wie im Flug. Und ja, wenn ich einen neuen PC habe, dann werde ich wieder regelmäßige Let's Plays aufnehmen. Ich nehme dieses, könnte man sagen, Info-Video bereits zum dritten Mal auf. Wie gesagt, ich bin sehr spontan. Beim ersten Mal habe ich gesagt, es kommen überhaupt keine Videos mehr. Und ich habe überhaupt keine Lust auf YouTube. Beim zweiten Video habe ich gesagt, ich habe Lust auf YouTube, aber ich mache keine Let's Plays mehr. Und jetzt sage ich natürlich wieder, ich mache Let's Plays noch und bin wieder aktiv auf YouTube. Ja, ich schaue mir, wie gesagt, die Let's Plays an von Domtendo. Die meisten kennen mich ja von Domtendo. Wahrscheinlich kennen mich alle von Nintendo, und ja, ich bin da wieder aktiver. Könnt ihr auf meinen Google Plus Account sehen. Also seht ihr, was ich alles schreibe in den Kommentaren und so. Und ja, wer es nicht wusste und wer sich dafür interessiert, ja, der weiß es jetzt. Ja, was ist diese Woche so passiert? Eigentlich habe ich jetzt schon gesagt, ich will es kurz halten. Ja, was ist diese Woche passiert? Eigentlich nicht viel. Ich kann es ja mal so sagen, es ist jetzt nicht so privat. Ich habe meine Arbeit verloren, schon seit 3, 4, 5 Wochen. Ja, und jetzt bin ich auf der Suche nach einer neuen Arbeit. Und so viel kann ich ja schon mal verraten. Es ist ja nicht zu privat, wie gesagt. Und ja, es geht schleppend voran. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich bald wieder eine Arbeitsstelle bekommen werde. Und somit auch Geld und somit, ja, vielleicht einen neuen PC, ich weiß ja nicht. Sonst ist diese Woche eigentlich, eigentlich ist diese Woche total wenig passiert. Man sitzt daheim, ne? Weil man ja keine Arbeit hat, ist auf Suche nach einer Arbeit, macht dann eine halbe Stunde, Stunde am Tag was dafür. Und ansonsten sitzt man eigentlich nur rum. Klar, trifft sich mit den Freunden. Man zockt und man ist auf YouTube und schaut sich Let's Plays an. Und mehr mache ich eigentlich zurzeit gar nicht. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Denn ja, man könnte viel mehr machen aus der derzeitigen Situation. Aber ich bin halt ein bisschen fauler Mensch. Deswegen lasse ich das auch ein bisschen langsamer angehen und schleifen und bla bla bla. Aber es ist halt nervig, wenn man immer einen Termin hat und auf dem Arbeitsamt und so. Also deswegen, ja. Wenn ihr eine Arbeit habt oder eine Ausbildung, dann zieht das auch durch. Ich habe es leider nicht durchgezogen, hat aber auch spezielle Gründe, auf die ich nicht näher eingehen möchte. Gut, nächste Woche wird nicht anders aussehen, denke ich mal. Ich werde mir weiterhin natürlich Let's Plays ansehen von Domtendo, werde kommentieren. Und werde selbst Spiele zocken. Ich weiß nicht, ich hätte schon wieder Lust auf Videos, ne? Das ist, aber die Technik ist bei mir sehr kompliziert. Na, kompliziert nicht, es ist nicht kompliziert, aber es geht halt einfach nicht. Und das liegt ja auf meinem Laptop. Der ist ja schon ein bisschen älter. Und ich möchte eigentlich sehr gerne DS-Spiele aufnehmen. Und ich will seit geraumer Zeit 3DS-Spiele aufnehmen. Dazu brauche ich natürlich 30 Capture Card. Habe ich auch schon vor 3, 4 Monaten gesagt, dass ich mir eine holen werde. Hab's bis jetzt noch nicht gemacht. Aus Geldmangel und aus Lust natürlich. Und ja, Wii U habe ich bis jetzt noch nicht. Also
Ich habe es ja mal gehabt, wie gesagt, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber ja, habe sie mir jetzt noch nicht gekauft. Bald kommt ja das neue Smash Bros. Raus für den 3DS am 3. Oktober, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Das werde ich mir natürlich holen, genauso wie die neuen Pokémon-Editionen. Und dann, ja, wird man sehen, wie es weitergeht. Wie gesagt, nächste Woche, ich weiß nicht, ob ein Video kommt, ich kann es. Wenn ich was verspreche, halte ich sowieso nicht ein. Deswegen sage ich vielleicht und ich weiß auch nicht, noch nicht, in welcher Form das Video kommt. Also was ich genau machen werde in dem Video. Let's Play wird es wahrscheinlich keins geben. Ja, mit dem Aufnehmen ist halt zurzeit sehr problematisch. Ich habe sehr viele Tonfails drin in der Aufnahme. Das ist ein Hauptgrund, warum ich die Let's Plays nicht mehr machen kann. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich könnte es zwar herausfinden, denke ich mal, aber ich bin, wie gesagt, zu faul dazu. Tut mir leid. Ja. Gut, dann war's das eigentlich von diesem Video. Also wie gesagt, ihr wisst jetzt eigentlich Bescheid über den aktuellsten Stand der Dinge. Und ja, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr es begrüßen würdet, wenn ich weitermachen will mit dem Let's Playen. Auch wenn es nicht geht zurzeit, wie gesagt. Aber ihr könnt mir auch keine Vorschläge posten, ob ich andere Sachen machen soll. Keine Ahnung, Vlogs oder so ein Quatsch. Oder keine Ahnung. Vielleicht fällt euch da was ein, außer Let's Plays. Und vielleicht können wir auch über ein Thema diskutieren. Oder ich kann über ein Thema meine Meinung kundgeben. Kann ich ja auch machen. Wie gesagt, liegt an euch, was ihr wollt. Ich habe eigentlich Lust, Videos zu machen. Und mir ist es dann auch egal, in welcher Form das passiert. Und ja. Dann war's das mit diesem Video. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen restlichen Sonntag. Wenn ihr das Video Montag seht, dann eine wunderschöne Woche. Ich glaube, es haben auch noch ein paar Bundesländer, ne, Ferien, weiß ich nicht. Bayern hat noch Ferien in den Schulen. Und ja, mehr weiß ich auch schon nicht mehr. Und ja, wer noch Ferien hat, eine schöne Ferien noch. Und wer in die Schule muss, ja. Hilft ja nicht, ne? Und ja, dann hören wir uns, ja, bestimmt bald wieder. Bis dahin, tschüss, euer Nintendog.